Ich bin in Frankfurt am Main im Atelier der koreanischen Künstlerin Keju Park und treffe Peter Gröndahl, Unternehmensberater, und spreche mit ihm über die aktuellen Entwicklungen im Kunstmarkt. Und ich habe tatsächlich bei Unilever und bei Beiersdorf sozusagen das Management in Bereichen Marketing und Vertrieb gelernt und habe dann, und das ist eine kleine kuriose Geschichte, die Keju Park, in deren Atelier wir uns gerade befinden, vor 6 Jahren kennengelernt. Und weil man ja immer so ganz gern ein bisschen angeben möchte, wenn man jemanden kennenlernt, habe ich leichtsinnigerweise versprochen, ihr mal ein paar gescheite Galeristen zu suchen und überhaupt sie marketingtechnisch auf Vordermann zu bringen. Und da habe ich sehr viel versprochen, denn schon bei den ersten Kontakten stellte ich fest, dass das ein ganz ungewöhnlicher und aus meiner Sicht ein bisschen merkwürdiger Markt war. Und es ist mir dann trotzdem noch gelungen, eine gute Galerie in München für sie aufzutreiben. Aber der Nebeneffekt war, dass ich eigentlich an dieser Fragestellung Interesse gefunden habe, nämlich aus marketingtechnischer und betriebswirtschaftlicher Sicht mal in einen völlig anderen Markt hineinzugucken, nämlich den Kunstmarkt. Und das hat mich eigentlich so begeistert, dass ich dachte, also das könnte man auch wunderbar zu einer Dissertation bringen. Und so ist es dann auch passiert. Also der Markt ist einerseits komplett ungeregelt und andererseits voller Regeln. Und es gibt viele Regeln, die eigentlich keine Regeln im juristischen Sinne sind, sondern das sind ungeschriebene Gesetze. Und es ist ganz nützlich, die zu kennen. Ja, das ist eben das Besondere, dass das nicht der Nachfrager bestimmt und auch nicht der Anbieter, sondern das findet eigentlich jenseits des direkten Marktkontaktes statt, allerdings natürlich zwingend im Interesse der einen oder der anderen Seite. Das heißt, es sind klassischerweise die Institutionen des Kunstbetriebs, wenn man so will. Das sind die Kunstkritiker, das sind die, was heute ist. Das ist jetzt natürlich auch im Kunstmarkt wie überall sonst die Möglichkeit der Valorisierung über soziale Netzwerke gibt. Und wenn ich also 2 Millionen Follower bei Instagram habe, ist das ein Wort. Und nichts gegen den Museumsdirektor, der also das eine oder andere Kunstwerk oder den Künstler in den Himmel hebt, aber die pure Menge, die schiere Menge des Internets, die Power, die dahinter steht, die macht natürlich so etwas, mit dem kann das gleiche Ergebnis produzieren, und Künstler wie Banksy arbeiten ausschließlich auf dieser Basis. Banksy hat keinen Galeristen, Banksy hat, legt keinen Wert auf Kunstausstellungen in Museen, und trotzdem reißen sich den Museen darum, Banksy ausstellen zu dürfen, weil er eben inzwischen einen so gigantischen Bekanntheitsgrad hat, und den verdankt er Instagram. So sind die Zeiten heute. Und genau an dieser Schnittstelle, sagen wir mal, von der traditionellen Konsekration von Kunst durch die offiziellen Institutionen und den neuen Medien, da befinden wir uns heute. Und das macht die Sache so spannend, weil es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir vor einer Disruption dieses Marktes stehen. Und das ist ja ein komplett globaler Markt, der Kunstmarkt. Natürlich voraussetzt, dass man an den Hotspots der Kunst auch vertreten ist. Und zwar möglichst dauerhaft, aber mindestens mal temporär in Form einer Messebeteiligung. Und eine kleine Galerie, die hat irgendwie ihren Standort in einer, meinetwegen, Gegend von Frankfurt, und wird wahrscheinlich in Shanghai und in Hongkong und in Seoul nicht die Präsenz haben, die vielleicht ein Gagosian als Megagalerie oder ein Christie's als führendes Auktionshaus hat. Der deutsche Markt, der deutsche Kunstmarkt, Entschuldigung, aber Provinz. Also nur eine kleine Zahl dazu. Der Anteil Deutschlands am weltweiten Kunstmarkt ist 1,5%. Und als führende Wirtschaftsnation sind wir eher sowas wie an die 10% gewohnt.
Und jetzt kommt ein interessanter Aspekt. Und zwar gibt es eine Statistik der 200 wichtigsten Sammler der Welt. Und unter denen sind 6% Deutsche. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählen kann, dann kommt man relativ schnell auf das Ergebnis, dass eben deutsche Sammler gern im Ausland kaufen. Die Digitalisierung ist nicht nur eine Herausforderung natürlich für Galerien und für Auktionshäuser und für Museen und so weiter, sondern es ist eine Riesenchance für die Künstler, sich selbst zu vermarkten. Und nicht jeder ist genauso geschickt im Vermarkten wie in der künstlerischen Tätigkeit, das ist auch klar, aber es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass in Zukunft es eine direkte Schnittstelle zwischen Künstler und Sammler geben wird. Nicht ausschließlich und vielleicht auch nicht im Spitzensegment, aber mit Sicherheit in den unteren Regionen, sagen wir mal, des Kunstmarktes, wo die Galerien erstens nicht so leicht zu akquirieren sind für neue Künstler und zweitens natürlich die Leistung kleinerer Galerien zwangsläufig, ich habe eben den globalisierten Markt erwähnt, nicht mehr so sind, als dass nicht ein Künstler auf den Gedanken kommen könnte, also das kann ich auch selbst erreichen und das kann ich eben über Internet eventuell auch an jüngere Zielgruppen, die ja eben sehr online affin agieren und auch kaufen generell, das könnte. Also die Luxusindustrie hat ja dem Kunstmarkt, wenn ich ihn so eben beschrieben habe, aus der Zeit des Impressionismus, den Rang abgelaufen. Und es gibt einfach eine wahnsinnig hohe Begehrlichkeit nach Luxusgütern und eine eingeschränkte Begehrlichkeit nach Kunst. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Galerien zum Beispiel in Deutschland ungefähr 2% der Bevölkerung erreichen. Und den anderen 98% ist das Thema auch relativ wurscht. Die Luxusindustrie schafft etwas, was sich Dream Equation nennt, also die Traumgleichung. Und die Traumgleichung besagt, dass ein Luxusgut dadurch interessant wird, dass es viele Leute kennen, aber nur wenige Leute can afford, sich das leisten können und leisten wollen. Und mir sind so die Zahlen von Porsche im Kopf. Ich glaube, die haben in Deutschland 1% Marktanteil und 95% Markenbekanntheit. Und die 94%, 95 minus 1, das ist der Zauber der Marke. Das könnte und, eine Entwicklung sein. Und vielleicht nur in dem Zusammenhang mal eine Zahl. Die Untersuchung der Art Basel jetzt im September veröffentlicht hat, im ersten Halbjahr 2020 ist der Anteil von Online-Sales am Gesamtmarkt von 10% auf 37% gewachsen. Und eine fast Vervierfachung innerhalb eines kurzen Zeitraums, erstes Halbjahr 20 verglichen mit erstem Halbjahr 19, das ist schon was. Und das zeigt natürlich, dass eben auch jetzt auch durch die Corona-Krise diese Digitalisierung wahnsinnig beschleunigt und forciert worden ist. Und man könnte sich gut vorstellen, dass der nächste Schritt möglicherweise wäre, von der Dezentralisierung zur Interaktion, zur Vernetzung und vom Künstler zur Marke. Denn wir sehen natürlich auch heute, dass viele der Künstler, die sagen wir mal, in aller Munde sind, der wohl bekanntesten Künstler wie Jeff Koons, wie Damien Hirst und so weiter, natürlich als Marke existieren. Das sind lebende Marken und daher sind sie stark. Und zum Stichwort Marke auch nochmal der Hinweis, diese ganzen Erkenntnisse sind nicht irgendwie jetzt gerade entstanden, sondern wenn man sich erinnert, dass bereits in den 60er Jahren der bekannte Galerist Leo Castelli aus New York gesagt hat, Galeristen sollen Mythen machen, dann sagt es genau das. Sie sollen Stories erzählen, sie sollen Dinge vermitteln, die nicht nur kognitiv, sondern auch affektiv die Menschen erfassen. Und das ist was völlig anderes, als jemandem irgendwie ein Bild aufs Auge zu drücken, im Sinne von verkaufen, sondern das ist Begeisterung wecken. Und das ist eben auch das Mythische der Kunst herausstellen. Und diese Dinge
so alt sie jetzt auch sind, 60 Jahre alt, 50 Jahre alt, an die müssen wir uns einfach erinnern. Und ich denke, dass das passiert, und das passiert nicht einfach so, sondern das passiert aufgrund dieses großen Drucks, den die Megatrends heute ausüben, und nochmal durch die Verstärkung des Katalysators Corona. Ich glaube, dass die entscheidende Frage im Kopf des und im Herzen des Rezipienten stattfindet. Was auf dem Bild ist, ist nebensächlich. Bitte nicht falsch verstehen. Ich meine damit, dass für den einen sozusagen die Abstraktion genau das auslöst im Kopf oder im Herzen, was für den anderen nur das konkrete Bild auslöst. Ich glaube, dass mehr denn je, gerade wenn ich das Thema Marke eben angesprochen habe, nicht mehr das Produkt im Mittelpunkt steht, sondern die Interpretation des Produktes. Das heißt, entscheidend ist im Grunde, welche Interessenten, Rezipienten erreiche ich und was sind deren wichtigste Motive. Kann ich die ansprechen? Insgesamt aber kann man festhalten, und da gab es aktuelle Zahlen von der Art Basel im September veröffentlicht, dass der Galeriemarkt im ersten Halbjahr 2020 gegenüber Vorjahr um 36% zurückgegangen ist. Und interessanterweise der Bereich der kleinen und mittleren Galerien, 250.000 bis 500.000 Dollar Jahresumsatz, der ist um 47% zurückgegangen. Das heißt, wir haben hier praktisch eine Halbierung des Geschäftes nur vom ersten Halbjahr. Das zweite Halbjahr lässt ja noch Schlimmeres befürchten, wenn ich an die Lockdown-Phasen, die Zeiten des Lockdowns denke. Hinzu kam, dass sich der Online-Umsatz in dieser Zeit vervierfacht hat und umgekehrt der Messeumsatz, der für Galerien ein ganz wichtiger Bestandteil ihres Geschäfts geworden ist, sich dramatisch reduziert hat. Entwicklung sein. Und vielleicht nur in dem Zusammenhang mal eine Zahl, die Untersuchung der Art Basel jetzt im September veröffentlicht hat. Im ersten Halbjahr 2020 ist der Anteil von Online-Sales am Gesamtmarkt von 10% auf 37% gewachsen. Und eine fast Vervierfachung innerhalb eines kurzen Zeitraums, erstes Halbjahr 20 verglichen mit erstem Halbjahr 19, das ist schon was. Und das zeigt natürlich, dass eben auch jetzt auch durch die Corona-Krise diese Digitalisierung wahnsinnig beschleunigt und forciert worden ist im Markt. Also ich hatte die Gelegenheit, mit einem der Chefs von Christie's ein längeres Interview zu führen und habe also mit Interesse festgestellt und halte das für komplett richtig, diesen Ansatz, wobei er natürlich entsprechend Mittel beansprucht, beispielsweise Cocktailpartys zu organisieren, auch für Leute, von denen man sicher annehmen kann, dass sie nichts kaufen werden und die auch nicht für Kunst zunächst mal direkt ansprechbar sind. Aber es sind Multiplikatoren. Und diese Leute sind ja eigentlich noch viel wichtiger als diejenigen, die am Ende die Kunst kaufen, weil die kennen ja nicht nur einen, der sie kauft, sondern vielleicht 10, wenn sie sehr gut vernetzt sind. Das heißt also, genau diese Gruppe von Multiplikatoren wird von den Galerien viel zu wenig bedient und die Auktionshäuser machen das. Was will ist, die haben eine Roadshow organisiert vor dieser Auktion, wo dieses Bild nach Hongkong, nach New York, nach London und vielleicht noch an andere Standorte, das weiß ich nicht mehr, ging, obwohl doch eigentlich man sagen könnte, für ein Da Vinci-Werk im 100-Millionen-Bereich kommen doch eigentlich nur 5 Museen und 5 Privatsammler in der ganzen Welt in Frage. Da hätte man denen doch auch einen Brief schreiben können, statt eine Roadshow zu machen. Nein, es war genau richtig und wichtig, dass man dieses Thema so stark in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und sie haben dort tolle Sachen inszeniert. Es wurde ja hinterher, als diese Auktion gelaufen war, darüber berichtet, dass zum Beispiel rein zufällig bei der Roadshow in L.A., glaube ich, Leonardo DiCaprio auftauchte. Die hatten eine Kamera unter dem Bild angebracht, um die Reaktionen der
Menschen einzufangen. Und wie zufällig kam er? Warum? Weil er gerade an einem Projekt arbeitet als Produzent und Hauptdarsteller über Leonardo da Vinci. Also diese Zufälle sind ja keine Zufälle, sondern das ist eine gezielte Promotion im Sinne von Win-Win. Das ist gut für Leonardo DiCaprio, das ist gut für Christie's. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch gut für denjenigen, der am Ende dieses Bild gekauft hat, nämlich die Corona-Krise, die er Gesundheits- und Gesellschaftskrise nennt, mit den Krisen der letzten 30 Jahre. Also 90er Asienkrise, 2000er Internetblase, 2009 Finanzkrise vergleicht. Und es zeigt sich dabei, dass die reinen Wirtschaftskrisen im Grunde nur kleine Einbrüche waren, die sehr schnell korrigiert werden konnten. Warum? Weil die Gewinner der Krise theoretisch diejenigen sind, die den Markt wieder zum Laufen bringen hinterher, die vielleicht die Kunst als mögliche Anlage all ihrer Gewinne, die sie in der Krise oder durch die Krise gemacht haben, sehen. Und daher ist das sehr schnell korrigiert worden. Aber da es diesmal gar nicht um so einen konjunkturellen Effekt, sondern mehr um einen strukturellen Effekt geht. Das heißt also, das Besondere an der Corona-Krise eben das ist, dass diese strukturellen Mängel wie mangelnde Digitalisierung, mangelnde Globalisierung, mangelnde Attraktivität für neue Zielgruppen wie Generation Y und Z im Vordergrund stehen und die Corona-Krise das alles nur verstärkt hat. Dadurch wird natürlich der Ausgang dieser Krise ein ganz anderer sein als in der Vergangenheit. Und man kann nicht davon ausgehen, dass einfach dann nach kurzer Zeit die Umsätze wieder sind wie vorher, sondern man kann davon ausgehen, dass eben der Markt sich grundsätzlich verändern wird und dass man schon so von einer Disruption wahrscheinlich sprechen kann. Also ich habe vielleicht etwas in Abweichung von klassischen Marktuntersuchungen jetzt neben den Fine Art Galerien und den Primärmarkt Galerien eben auch Startup Galerien untersucht. Und nicht deswegen, weil sie irgendwie eine besondere Bedeutung im Markt hätten. Sie haben also kaum Bedeutung im Markt. Dieser Markt ist so sozusagen fokussiert auf die Galerien, die eben auch international präsent sind, mindestens auf den Messen. Trotzdem bin ich vom Prinzip her und auch bestätigt befunden, natürlich davon überzeugt, dass die Geschäftsmodelle der Zukunft in der Start-up-Szene entstehen. Und was diese Galerien, diese Start-up-Galerien, Markteinstiegsgalerien, kann man sie auch nennen, machen, ist grundsätzlich ein Community-Ansatz, der natürlich auch sehr effizient ist. Das heißt, ich schaue mal bei meinen Freunden und die Freunde der Freunde und über soziale Medien und so weiter, zunächst mal regional, dann aber auch durch das Internet ein bisschen breiter, schau mal, wo ich eigentlich Kontakte machen kann, wie ich Netzwerkeffekte nutzen kann und so weiter. Ganz wichtig. Zweitens, Kooperationen. Kooperationen sind entscheidend in der Zukunft im Markt. Und klassische Galerien kooperieren sehr ungern. Das wird sofort deutlich, gerade bei den mittleren Primärmarktgalerien, dass die also den größten Feind in der Galerie rechts um die Ecke vermuten. Und sie kooperieren furchtbar ungern, weil sie glauben, dann wird es noch schwieriger, wenn also vielleicht der andere von dieser Kooperation mehr profitieren könnte als man selbst. Es gibt's ja, orientiert sich stärker eben an den Kunden und ihren Bedürfnissen und nicht so sehr an der Kategorie. So. Eine Galerie ist sehr kategoriebezogen. Das ist ein Business, was ausschließlich sich um Kunst, vielleicht sogar noch enger gefasst, Malerei, Bildhauerei, Videokunst und so weiter orientiert. Und die Kunden mögen dann bitte irgendwie freundlicherweise sich für genau diese Themen interessieren und zahlreich kommen. Es funktioniert eigentlich nicht. Also Marketing-Profi, der viele Jahre eben auch bei großen Konsumgüterunternehmen tätig war, kann ich nur sagen, in den meisten Märkten sollte man sich besser an den Kunden orientieren als am Produkt.
Es gibt die eine Ausnahme, und das ist eben das Interessante im Kunstmarkt, wenn es gelingt, einen Verkäufermarkt zu kreieren. Das heißt, dieses Angebot jederzeit knapper zu halten als die Nachfrage, indem ich entweder die Nachfrage fördere oder das Angebot verknappe, ja, dann ist das was anderes. Und das gelingt den großen Galerien auch recht gut, nach wie vor. Das ist eben dieses Dealer-Critics-System, in dem sie ihre Künstler über gestiegene Reputation preislich nach oben positionieren. Das heißt, das Wachstum in diesen Verkäufermärkten des Kunstmarktes funktioniert ausschließlich über den Preis. Es wird nicht über die Menge gewachsen, sondern es wird über den Preis gewachsen. Jetzt möchte man sagen, ja klar, also beim Kunstmarkt geht es um Unikate, wie soll ich da über die Menge wachsen? Das ist aber natürlich nicht ganz korrekt, weil ich kann ja zum Beispiel neue Kunden gewinnen. Und die Neukundengewinnung ist ein Riesenproblem für die meisten Galerien, weil sie eben mit dem gleichen Geschäftsmodell arbeiten, was bei den großen Galerien gut funktioniert, nämlich diesem Modell über den Preis zu wachsen, Wertschöpfung über den Preis. Und das funktioniert dann, wenn ich sehr potente Sammler in meinem Portfolio habe. Und das funktioniert auch dann, wenn ich gehypte Künstler habe, wo also gerade heute mit dem globalisierten Geschmack Homogenisierung der Märkte, wo man also sagen kann, die wichtigsten Sammler der Welt wollen alle genau das Gleiche. Die wollen alle genau diesen Künstler, und das führt natürlich sofort zu einer Wahnsinnspreissteigerung, und daraus entsteht die Wertschöpfung. Das funktioniert für die Top-Galerien, das funktioniert nicht für die Galerie um die Ecke. Und wenn die Kunstmärkte das hinbekommen würden, zum Beispiel dadurch, ich habe vorhin gesagt, das Thema neue Kunden gewinnen, wenn sie das hinbekommen würden, indem sie mehr Begehrlichkeit schaffen, dann würde natürlich ein weiterer Weg, nicht nur über den Preiswachstum zu erzielen und Wertschöpfung, sondern auch über die Menge, wenn man so will, geöffnet. Und damit wäre es für die Galerien leichter. Damit wäre aber auch das Thema Kunst in der Gesellschaft präsenter, was natürlich auch wünschenswert ist.